Hallo YouTube, wir spielen Persona weiter. Ich hoffe, ihr habt Bock. Bitte liken, bitte kommentieren, alles. Ihr wisst, ja, bitte subscriben. Ja, das wäre toll, danke. Ja, wir spielen es wieder live, selbstverständlich. Und wir sind hier mit LeBlanc abends. Kein Plan, was unser Ding ist, aber ich glaube, wir gehen einfach nur noch pennen und sterben oder so, weil wir im Metaverse waren. Deswegen, das war unser Ding, das war unser Plan. Morgen triffst du dich mit Ryuji, also schlaf nicht. Ah, jo, wir gönnen uns knarren. Da sehe ich mich. Korrekt schlafen gehen. Wir dürfen nicht all unser Geld ausgeben. Das ist relativ wichtig. Wir haben jetzt da wieder was eingefallen. Hast du wohl geschafft? Ja, habe ich wohl geschafft. Mein scheiß Arsch hier zu bewegen. The land is of the sand besteed. Wir müssen also nur zur Kreuzung. Okay, die Kreuzung. Das hier ist die Shibuya Kreuzung. Sie ist wirklich riesig, jede Menge Leute überqueren sie. Central Street liegt gleich dahinter. Was ist denn los? Ach, eines Tages in meinem Leben würde ich mir auch gerne Japan mal ansehen. Guckt ihn euch an. Sieht aus wie ein richtiger Delinquent. Also ich meine Ryuji, nicht Joker. Naja, okay, wie auch immer. Wie viel Geld habe ich noch? Ja, okay, das sollte wohl schon reichen. Ja, etwas muss sich ändern. Nehme ich auch wirklich auf? Ja, okay. Ah, pretty boring. Scheiß auf die Zukunft unseres Landes. Ist okay, Ryuji, ist okay. Ich beobachte dich. Kann ich trotzdem mit dir reden? Ja, ich kann mich sehr provokant vor ihm stellen. Seid aber Vorfälle ereignen sich. Was steckt hinter allem? Der gleiche Zug, das Phänomen der mysteriösen psychotischen Störungen. Das sind alles Zeichen. Das Ende unserer friedlichen Tage naht. Jetzt wäre es an der Zeit für unsere Politiker, um Stärke zu beweisen. Und doch, wenn du dich für Politik interessierst, sollst du dann andermal wiederkommen. Ah, oh, sehr gut. Er ist auch ein relativ nützlicher Charakter, glaube ich. Weiß nicht, ob für unseren Run so nice, aber ich glaube, er war relativ nützlich. Also, oh, das sieht so schön aus, Alter. Shibuya Central Street. Ja, Mann. Och, der Junge rennt. Ja, dann rennen wir auch. Hier entlang. Hier in diese Gasse. Das ist sehr nice. Da wären wir nicht schlecht, huh? Hm. Doch ziemlich zwielichtig. Ja, oder? Ehrlich gesagt traue ich mich da allein nicht rein. Egal, sehen wir uns an, was da drin ist. Okay. Oh ja, bevor wir head in, you know anything about guns and shit? I guess we can just ask the guy behind the counter if we can't figure out what we want. Come on. Ja, ich kenne mich gigamäßig aus. Du kannst jetzt auf Software Shop in Shibuya, korrekt? Gerne Software. So ein cooler Laden einfach. Yo. Weißt schon, was du willst? Eine Pumpgun wäre geil. You looking for recommendations? Ja, kannst du mir bitte was empfehlen? Ich weiß nicht, was Geiles, Mann. I don't know. Just buy whatever looks interesting to you. Ah, some customer service. Ja. Yuji weiß wirklich gar nichts über Knarren, Mann. Oh mein Gott. So sauer. Etwas, das echt aussieht. Vielleicht.
should have said before, you two are enthusiasts. I'm always up for helping fresh faces. Some precautions first, though. Don't go around pointing them at other people. Keep them in a bag or something if you're outside. Oh, and don't let the fuzz catch wind of you having them. I don't need them coming around here. Sehr gut. Wir hassen die Bullen. We did it, dude. Yeah, do it. Totally gotta go for some fancy shit, right? Ooh, I want it to shine. Oh, and here's the cash for mine. Pick me out something good. Okay. Schatz, ich kann uns allen Knarren holen. Und wir haben immer noch genug Geld für böse Dinge später. Ja, ja, genau, ist okay. Wir können halt auch Schutz kaufen. Ich glaube, da sehe ich uns eher, um ehrlich zu sein, Mann. Weil, Digga, na, wie gesagt, wir sind voll am Arsch, wir. Wenn wir sterben, das würde ich gerne ausrüsten. Ja, verkauft das alte Ding, das ist fein. So, dann kriegst du auch was Tolles, Ryuji, Mensch. Das andere Ding verkaufen wir. Katzenstrickpulli, ja, da sehe ich ihn. Gerade mit Morgana und Anne ist es besonders wichtig, dass sie gute Verteidigung haben, weil die sind halt die Healer, ne? Und wenn die sterben, ist schon dumm. Oh, dann hätte ich gerne... das hier. Und für die anderen beiden, das sind 4000, 8000... 12.000. Komm, Ryuji kriegt auch was, aber die anderen erstmal nicht. Das ist fein. Kann ich noch was verkaufen? Ich habe keine Schätze mehr. Das Messer, ja, das kann weg. Das juckt nicht. Die schwarze rum behalten wir. Das kann weg, das kann weg. Schwarze Steine behalte ich. Ja, das ist fein. Okay. Naja, du musst halt das wissen. Ich kaufe keine Modellwaffen von anderen Leuten. Das musst du dir merken. Ich will keine Probleme haben, weil ich etwas gekauft habe, was schon modifiziert wurde. Und mehr kann ich dazu nicht sagen. Okay. Das ist fein. Das lief doch gut, Ryuji. Lass gehen. Gehst du schon nach Hause, Alter? Ja, wir haben einfach 1000 Dinge gekauft, chill mal. Naja, jedenfalls suchst ab jetzt du. Jedenfalls suchst ab jetzt du aus. Besorg dir einfach die, die am stärksten aussieht. Ja, ja. Ich hol die heftigsten Knarren, Alter. Boss, did you hear? Apparently that subway driver from the accident was acting really odd during his testimony hearing. You talking about that psychotic whatever thing people are going on about? Yeah, I heard it completely alters your personality. The news is saying the driver couldn't even speak when they tried asking him questions. Only an idiot would believe a preposterous story like that. Yeah. Oh, sorry, but we're closing soon. How rude. This must be why you don't get many customers. Your coffee's actually not half bad. The beans must be lamenting the sorry state of the store. Thanks for stopping in. Please come again. I'm only trying to help you fix your business. Thanks for the coffee, at least. Das ist ein Stück Scheiße. Solche Kunden sind die schlimmsten. Seid nicht dieser Kunde. Jeez, what a pain. Yeah. Oh. What do you want? If you're bored, go wash some dishes or something. Wer läuft das Geschäft? Doesn't concern you. It's all good as long as the shop doesn't fail. I'm not gonna go wearing a fake smile. Ja.
Und wenn du doch pleite gehst? Who knows? Maybe I'll end up living out on the streets. As long as I'm here, the world leaves me be. No annoyances or troublesome people to deal with. It's like my own personal hideaway. Naja, außer die Kunden halt, ne? But I guess you would be too. So you better at least try and be useful around here. Okay. I'm leaving now. Don't cause any trouble. Bum bum. Du 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 du. Okay, ich habe euch hier im Krankenhaus. Oh, wie ging's dir? Ihr Zustand ist stabil. Korrekt. Aber sie wissen nicht, wann sie wieder aufwacht. Oh, übel. Ja. Sie wird wieder gesund, ganz sicher. Auf jeden Fall, glaub mir, hundertprozentig. Ich muss nur an sie glauben, ehrlich. Ja, klar. Okay. Aber ich werde Kamoshida nie verzeihen. Er wird bezahlen, das schwöre ich. Ja. Okay. Ja, ist okay. Keine Lust, gar keinen Bock auf die Scheiße. Kannst jetzt Sachen bauen. Cool. Okay. Infiltrationswerkzeuge. Umso krasser unser Können ist, desto besser und beim schlechten Wetter sind wir konzentrierter. Okay. Oh, wir können auch ein Goro M bauen. Einmal erstmal einen Dietrich, warum nicht? Tokyo gegen Nerven, was dich jetzt Stufe senkt. Werkzeuge, damit du nur so einen anderen Zock finden kannst. Naja, okay. Na, Tabatsch, ich nicht traurig sein, wenn es beim ersten Mal nicht klappt. Ja, ja. Mein Tag wird ziemlich gut, war, danke. Ich war heute beim Uniklinikum. Und wollte dort eigentlich Blut spenden, aber ich habe ganz verpeilt, dass man ja jetzt einen Termin braucht. Früher konnte man einfach hingehen in der Zeit und da war alles fein. Aber heutzutage brauchst du einen Termin und es hat sich herausgestellt, dass wir am Tag sowieso keine Blutspenden annahmen, weil sich da irgendwas reguliert hat, dass erst nächste Woche ging, wenn mein Urlaub vorbei ist. Also kein Blut für die Sterbenden, wie es scheint, aber ich hatte wenigstens einen schönen Spaziergang. Und dann war ich einkaufen und wollte mir so ein paar Brötchen mitnehmen. Und eins ist mir auf den Boden gefallen. Ich bin so, was eine riesen Scheiße. Und dann hat er mich angestellt. Also habe ich es einfach in meine Packung getan und gekauft. Und gegessen. Ja, ich bin ziemlich hardcore drauf. Was hast du so gemacht? Yeah. Haben wir die richtige Schaden? Erstmal nicht, aber ich denke, wir können die anderen Sachen abbauen. Gabe von 7 bis 16:30 Uhr. Das ist ja riesen Scheiße, du. Aber ja, ich werde auch bald wieder arbeiten müssen. Also nächste Woche. Gar kein Bock. Aber bis dahin versuche ich noch ein bisschen zu streamen. Ah ja, Tor, das ist doch das Wichtigste. Wenn es nicht komplett scheiße ist, dann ist doch schon mal okay. Guten Morgen, Herr Lehrer. That admirable behavior won't do you any good once you're expelled. Wenn es mal wieder interne Corporate Design Arbeit ist, dann würde ich ja am liebsten die Haare ausreißen. Okay. Klingt sehr fordernd. Internal Corporate Design. Also, designt ihr irgendwas für eine Firma? Well, that wraps up the homeroom period. A word with you, please. Gar kein Bock. There's something I'd like to ask you. It won't take long. Getting on top of the problem I'd mentioned this morning, Miss Kawakami. I appreciate the support.
Thank you again. Oh, you know this guy, Yoshizawa? Yes, he lent me a helping hand earlier. Für momentan, wir haben ein festes Design, wir müssen ziemlich alles verwenden und da muss das eine oder andere beachtet werden. Ah, okay. Ah ja, gut. I see. Ja, wir haben ihr geholfen, indem wir ein bisschen mit dir geredet haben. Remember the discussion we just had? There are a number of students in this school you shouldn't get involved with. This one's at the top of the list. Ich bin der Schlimmste von allen. Oh, the delinquent transfer student? Sorry to interrupt, but I need to use the guidance office. Oh, pardon me. We should be going too. Don't want to get in the way of guiding this delinquent law. Please excuse us. After you. Ach ja. I'm gonna get straight to the point. Did something happen between you and Mr. Kamoshida? Ich hatte als Schüler auch oft solche Einzelgespräche mit Lehrern. Du weißt immer, du hast irgendeine Scheiße gebaut, wenn das passiert. Überhaupt nicht. Nein, best friends. I don't think so. Especially after that little exchange just now. He gave me a brief lecture this morning and your name came up. Something about the dangers of a lack of supervision. I don't mean to pry, but just make sure you don't go causing trouble, okay? Würde ich nie. And one more thing. That girl outside the office? You didn't make a pass at her, did you? So, ihr Tuch war schon hübsch, ne? Aha. Dieser skeptische Blick. Mr. Kamoshida has a real close eye on you. Apparently you've been getting involved with Sakamoto-kun. You seem acquainted with Yoshizawa-san as well. Maybe you're just naturally drawn to athletes? Sorry, bad joke. That's all I wanted to discuss. You're free to go. Das war ja sehr aufschlussreich, ne? Also, wow. Ich habe heute Morgen Kamoshida am Schuleingang gesehen. Er hat nur da gestanden und mich mit seinem Arschgesicht angegrinst. Ja. Dieser Nervensäge wollte sich voll über dich lustig machen. Ihn so zu sehen hat mich doch nie nur noch mehr dazu motiviert, das hier durchzuziehen. Das ziehen wir definitiv durch. Ja, ich mache mir Sorgen um Shio. Aber ich will mich auch auf unser Vorhaben konzentrieren. Und diesmal werde ich länger durchhalten. Die Versammlung ist am 2. Mai, richtig? Wir müssen uns einfach vor diesem Tag um ihn kümmern. Ich bin bereit dafür. Geht mir auch so. Ich auch. Ich gebe mein Bestes. Hier geht's nicht ohne mich, klar? Ja, du sagst uns Bescheid, wenn du in den Palast gehst. Ja, ja. Die Mocha einfach so nice. Er hat am ersten Schultag Ärger bekommen. Die Typen fliegen von der Schule. Niemand will einen Unruhestifter an der Schule haben. Dieser neue Yoshizawa-san, Yoshizawa-chan, von der erhoffen sich riesige Erfolge. Mann, sieht dir gut aus, ob ich bei dir wohl eine Chance habe? Ganz bestimmt, Freddy. Du schaffst das. Sei einfach nur zuversichtlich. Wir müssen den Plan endlich in die Tat umsetzen. Die anderen warten sich ja nur auf uns, auf das Signal. Die Planung liegt ganz bei dir. Palastinfiltrationsfrist. Ja, wir haben immer noch eine Zeitfrist, in der müssen wir den Palast schaffen. Wenn wir das nicht tun, ist Game Over. Und der nächste Schritt. Ja, ja, ist okay. Wir machen einfach unser Ding. Okay. Schätze, wir reden mal kurz mit Arn. Ich hätte nie gedacht, dass es so kommt. Ich werde es mir nie verzeihen. Hey, heute gehen wir in den Palast, oder? Ich bin dabei. Okay, wir sind auf dem Dach. Also wir können auch noch andere Dinge tun, aber... Schütze, wir gehen jetzt in den Palast. We basically just have to go to that castle and steal the treasure from Kamoshida, right? But wait, what even is a treasure? I want to know that before we do anything. A treasure is the physical form of the palace ruler's distorted desires.
In other words, it's the core of the palace. Once we steal it, the palace will crumble. I think. Having said all that, even I don't know what Kamoshida's treasure is going to be. And where can we find it? There's no way of knowing that until we go in and find out. But if I had to guess, I'd say he has it locked up somewhere in the depths of the palace. I think I get it now. We just gotta find the treasure, yeah? Pretty much. There's just a lot we won't know until we go in. In any case, our objective is to find the treasure's location somewhere in the palace. Make sure we go about this with time to spare so we can avoid any unforeseen circumstances. I expect great things from you guys. Das ist halt so die Sache, wie wir überhaupt machen wollen, weil wenn wir erstmal uns um die Sachen der echten Welt ein bisschen kümmern, werden wir eine leichtere Zeit im Palace haben, aber ich schätze, wir können ja erstmal reingehen und uns Dinge tun und danach wiederkommen. Wir müssen ja nicht direkt alles schaffen. Ist ja bestimmt möglich, aber wir machen einen chilligen. Damn! Ja, du hast auch einen. He's Joker, and that's Mona. Judging by your costume. I mean, she's got that tail and stuff, so. What do you think? Sexy Cat. Kreativ, das ist der OC-Name, do not copy. Ich hab gelernt, Panther sind immer schwarz. That sounds pretty cool, doesn't it? Huh? Why? Cause it sounds more ferocious. She's a cougar. Don't call me that. More importantly, Kamoshida. Panther ist auch ein cooler Spitzname, also ein Codename. Finde ich das. Ah yo! Leute, ich hab ja ganz vergessen. Digga. Die ist sehr wichtig, diese Brille, glaubt mir. Okay, gehen wir irgendwen töten. Start Fresh ist genau das Ding, was jetzt passieren wird übrigens. Da wir jetzt riesen Scheiße machen müssen. Ups. Wird riesen Scheiße jetzt passieren, Leute. Uns wird jetzt beigebracht, wie man eine Persona-Fusion durchführt. Mit unserer einzigen zwei Personas, das heißt, Asen ist weg. Und das ist für die Challenge relativ scheiße. Man kann sie in sich wiederholen, aber dann ist er halt wieder Level 1. Danke. Darum habe ich nie gebeten. So, chill mal, Digga. I am not attempting to withhold information from you. The essence of the rehabilitation that you must complete will be explained in due time. Once you encounter allies who share your ideals and discover your place in reality, only then will I explain it all. Such a day should not be far off. This time, I wish to introduce you to the aid we are providing. Hilfe! Due to your potential in wielding the power of the wild card, you can handle more than one persona. That power holds infinite possibilities. We will assist you in nurturing that potential. To that end, we must execute your persona. Do not be alarmed. Personas are personalities that exist within you. Thus, you will only be discarding old personalities to have them be reborn as new ones. Was ein sehr cooles Prinzip ist, schon seit Persona 3, ich weiß nicht, ob es in den ersten zwei auch so war, dass man Personas fusionieren konnte. Old
Aber wie gesagt, ist das ein bisschen kontraproduktiv heute. Ich hätte gerne noch eine Persona, damit ich Pixie und die neue Persona versuchen können, aber jetzt müssen wir halt erst seinen Account. Ich will keine fusionieren. Ja, das heißt, weil wir jetzt einen Social Link mit Ryuji haben, also mit dem Carrier, mit dem Wagen, kriegt Agitio und das Ergebnis der Fusion mehr EP. Ja, komm, es gibt mal die Tutorial-Sache so ein bisschen. Das ist auch ziemlich cool. These skills and specialties are distinct from one another. Skills are traits that can be passed along through fusion. Ganz toll. Select the skills you'd like to inherit. Ist völlig egal. Will it gain new power? My, my. My, my. Ach komm, wir gucken uns das erst nochmal einfach an. Sogar noch früher. Sehr witzig. Direkt voll getriggert. Sieht so cool aus. Aber ich bin sehr dankbar, dass man das auch skippen kann. Ich, Agathion, ich bin jetzt, deine neue Maske setzt mich auf, los, los, los! Muss ja gut, ja, chill noch mal kurz. Ah, The Carrier, Persona, scheiß, jetzt kriegen wir noch ein Level up. Coil, juckt gar nicht. Das ergibt doch keinen Sinn, das ist ein SN-Only-Run! You better understand it at once. You'll end up dead if you don't master it. Gather personas and bring them here. Gather a great many, execute them, and continue to give birth to even stronger personas. Developing your powers as such will play an integral role in the stand against ruin. So that your rehabilitation goes well. We have a variety of rituals to choose in the... And depending on the effort you put in, our master might consider further development of new rituals. Nice. Cry your tears of joy, inmate. Ist auch so cool. Cry your tears of joy. Sehr gut. Steadily gaining the strength of rebellion. It seems your rehabilitation is proceeding smoothly. A joyous fact indeed. In anticipation of this, I have prepared a gift for you. I hope that you shall accept it. Ich will eine tiefere Bindung zu Igor. Oh, drittes Auge, geil, Mann. Da sehe ich mich. Alright. Drittes Auge ist ziemlich nice, weil dann sehen wir Dinge, die wir sonst nicht sehen. Continue devoting yourself to further rehabilitation. Oha, hallo Manu! Wie war dein erster Schultag? Erzähl mal! Und herzlich willkommen beim Stream. Now then, if you have any requests, we will heed them. Nein, aber ich habe hier noch Dinge zu tun. Ich will Asen wieder haben, bitte. Ich hoffe, ich kann auch den Compendium. Aber es sollte gehen. Willkommen im Velvet Room. Okay.
Besonders rufen. Ja, Raoul, das geht doch auch, oder? Ist doch auch fein, richtig? Oder Izanagi ist doch fast auch Persen, oder? Wollen wir einen Izanagi-Only-Run machen? Nee, aber ich will mir die gerne mal ansehen. Oh, Zionga hat einfach direkt einen Aus. Raoul. Da sehe ich mich auf jeden Fall. Okay, wir nehmen uns natürlich Assam wieder für 2000 Euro. Korrekt, wieder auf Level 1. Voll die Riesenscheiße. Aber das ist wohl einfach unser Leben jetzt. Naja, passt schon. Okay, ich kann die nur... ich kann nur die normal fusionieren. Ich kann Succubus mehr nehmen. Könnte ich nicht, weil wir keine Persona herstellen können, die über unserem eigenen Level ist. Das heißt, Succubus ist Level 7, wir sind Level 5, das würde nicht gehen. Ja, okay, ist mir egal, ich bin nur Assam. Ja. Ich will zurück. It is time, Inmate. Ich hatte Dinge zu tun. Für meine Teamkameraden sah es aus, als würde ich mich nicht bewegen. Oh, hallo Krami. Über gut, zeig ihn gut um. Es ist interessant, die Leute scheinen auch neu zu sein. Voll gut, Manu, freut mich für dich. Sagen das jetzt alle, ne? Aber werden einfach die beschissenste Person von ihnen allen haben. Naja, erstmal für eine Weile. Bis wir sie verbessern können. Aber das dauert ein Weilchen. Wir müssen jetzt erstmal ein bisschen durch diesen harten Run durch. Auch Krami, alles gut. Hab noch ein bisschen Urlaub, aber ich will streamen ein bisschen. Gutes Persona. Wie geht's dir denn? Let's head to the safe room we found last time. It's in the first floor of the West Building. It's pretty close to our usual entrance. It should be a pretty decent starting point. Safe room? It'll make sense when you see it. Well, let's head out. Ah genau, ich könnte auch zu den Safe Rooms schnell reisen, was gut ist. Normalerweise, ja, kann man das Castle immer direkt alles machen, aber diesmal werden wir ein bisschen chillen. Wir müssen natürlich Assam weiterhin benutzen. Leider auf Level 1, also ich weiß nicht, ob ich die Schnellreise machen möchte. Ah, okay, hier ist das Ding, gut. Aber wir machen das jetzt einfach mal, weil ich glaube, sogar die Gegner weiter werden uns schon nicht so viel Problems machen. Und die anderen sind ja auch noch auf dem Level. Oh, was ist denn hier los? Es ist ein Spalt der Kognition, ein Schutzraum, wenn du so willst. Ja, ich kapiere es immer noch nicht. Oder? Die Details sind mir nicht ganz klar, aber es ist der Ort, an dem Schatten uns nicht finden können. Mit sowas hätte ich ja nicht gerechnet. Und was tun wir jetzt in diesem Schutzraum? Uns ausruhen. Mensch! Ach Mensch. Ach ja, eines und Sachen besprechen. Aber das machen wir nicht. Ich habe noch diese Woche und Montag Urlaub. Dann ruhe ich mich besser auch etwas aus. Sag Bescheid, wenn es weitergeht, Joker. Ja. Wir können uns hier mit Leuten beraten, aber gar keinen Bock. Oh, das für dich. Ah, ja, korrekt. Kannst du einen sicheren Orden einsetzen, eine gesamte Erschöpfung unserer Kämpfen. Stimmt, es gibt auch Items für diese Orte. Ja. Du musst dich entscheiden, wenn du es einsetzen willst, findest du den richtigen Zeitpunkt. Okay. Juckt eigentlich eher nicht momentan, aber gut zu wissen. Wie sieht der Plan aus, Joker? Weiter, Kunden. Wir hauen rein. Oh, Digga, wir sind fertig. Ja, wir haben nicht viel geredet. Let's do it. Ja, wir speichern hier ab. Und dann wollen wir definitiv die Pixie-Persona wieder haben. Weil die kann man später ziemlich geil umwandeln in einen Skill, den wir brauchen können. Aber ich denke, die laufen uns eh nochmal über den Weg. Wir machen jetzt noch ein bisschen Progress. Wisst ihr überhaupt nicht, was uns da erwartet? Hier, das könnte hilfreich sein. Diese tollen Werkzeuge tragen persönliche Zufriedenheitssieger. Setz sie weise ein, okay? Nebelwand, Molotov Cocktail, Eispray, geil und Verschwindeball. Auch ultra nützliche Items. Mal sehen, ob wir sie brauchen werden. Ah, das sind meine Girls. Okay, wir wollen eine rekrutieren.
Okay, lass bitte reden. Gib mir deine Kraft, okay? Warte, wie bist du wirklich drauf? Können wir reden? Na gut. Warum schleppst du etwas überhaupt mit dir herum? Denkst du, das macht dich bei den Mädchen beliebter? Das stimmt. Was wirklich? So, das heißt, es hat wirklich schon mal funktioniert? Liege ich falsch? Das heißt, nur ein Spiel für dich, das Glück, dass nur ich es bin. In der echten Welt kannst du so etwas nicht abziehen, klar? Ich meine es ernst. Warte, denkt echt, wie ich spüre, dass ich leben werde dasselbe. Jetzt hab ich's. Du willst, dass wir uns gegenseitig töten? Oh Gott. So viel dazu. Okay, Krami, bis dann. Probieren wir das nochmal. Ich dachte eigentlich, die sagen so, ey, Digga, du warst schon mal deine Persona, kein Ding. Reden, gib mir deine Kraft. Wieso denn, können wir nicht reden? Das ist nicht nötig. Ach so, grausam, ich bin zwar auch so, aber... Warte, ich habe mich gerade an was erinnert. Oh, okay. Ich bin einfach kein Schatten, der hierher gehört. Ich war eins im Meer der Menschen sehen. Ich bin Pixie, schließlich bin ich immer noch du. Wie sollen wir miteinander klarkommen? Ja, Pixie. Ja, Joke hat zu viele Call of Duty gespielt. Ey. Zwei coole EP. Okay. Gut. Genau, wir sehen jetzt auch die Items, die hier so aufleuchten. Wer hat mich gesehen? Wer macht hier Stress? Wo bist du gespawnt, mein Sohn? Okay, was war deren Ding nochmal? Wind. Ich überlasse die also meinem Boy da drüben. Okay. Ja, hau mir einfach auf die Schnauze, würde ich behaupten. Ja. Yeah. Finisht er die direkt ab? Ja, der one-hittet die einfach, okay. Ich meine, shit. Morgana, du bist übel OP. Wenigstens ein bisschen Geld. Ich weiß nicht, ob der Jack-O-Lantern uns irgendetwas bringt in unserem Leben. Wow, okay. Dass wir den Schleichen und Dieb sein, das üben wir noch ein bisschen, ja? Scheiße. Mach keinen Miesen jetzt. Wissen wir, wie sie zu Schusswaffen stehen? Juckt ihr nicht. Ja, egal, ich knall ihn einfach ab. Vielleicht überleben die ja ein Garo irgendwann mal? Nein, okay, sie überleben kein Garo. Ich glaube, das ist, weil wir auf Mercy das spielen. Das sind effektive Angriffe und technische Angriffe geiler als in den normalen Schwierigkeitsgrädern. Aber dafür sind die Gegner halt krasser. Irgendwie so war das. Alright. Ich wäre ein Fan davon, wenn die nicht einfach spawnen würden. Halsband mit Schloss, da sehe ich mich. Ah, das können wir zusammen nehmen. Onyx. Mehr Geld ist immer nice. Okay, sieht nicht so, als wäre hier irgendwas gespawnt. Das ist also alles cool. Verdammt, hier ist auch einer. Da wir unser Team nun erweitert haben, können wir das Ding angehen. Was hast du vor? Eine Möglichkeit vor uns im Kampf die Oberhand zu gewinnen. Das nennt sich Übergabe. Weil ich zeig dir einfach während des Kampfes gegen den Schatten, was ich meine. Okay. Oh, okay. Im OG-Persona musste man das erst hinkriegen durch Social Links, aber hier können die das einfach so. Okay. Remember. Okay.
Und tschüss. So, und once more. Hat er jetzt... Er hat jetzt die Persona gewechselt. Nicht cool, Joker. Aber ich drück doch RC. Okay, RT ist anscheinend hinten cool. Das wird uns auch nützlich da und das wird auch aufgepowert. Umso mehr Betonpasses wir schaffen, desto mehr Schaden machen wir letztendlich. Und das ist ziemlich cool. Oh, danke, Asin kriegt ein paar Stats. Stärke und Magic, ja, okay. Ja, nehme ich. Ich hätte gerne ein bisschen mehr ausweichen, aber ist schon okay. Die eigenen Fähigkeiten verbessern ist wichtig, aber richtig als Team kämpfen zu können, ist wichtiger. Indem wir uns besser koordinieren, können wir den Kampf kontrollieren. Die Übergabe hilft uns ungemein. Okay. Dün, 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 dün. Immer diese Tutorials. Das können wir jetzt auch mitnehmen. Da komme ich nicht weiter. Verdammt, hier ist auch einer. Na schön, dann müssen wir ihn wohl auch wieder hinterrücks überfallen. Schon. Schon wenn das konventionell angehen willst. Aber es gibt eine elegantere Methode. Sieh dir diese Sofas an und spring da einfach rum, Digga. Ja, okay. Boah, das klingt wirklich verdammt cool. Das ist doch kein Film. Jacko, mit deinem Auftreten musst du das hinkriegen können. Versuch's mal. Du kannst dich hinter Dingen verstecken. Mein Nachbar-Tutorial. Man kennt sie. Show me your true form. Ach, im Orchester. Nice, Mann. So, dann gönnen wir mal School. Okay. Mit dem Setup, wie es jetzt ist, kann ich mir nicht Dinge jetzt angucken. Die Trophäen. Aber wir haben eine Trophäe bekommen, Leute. Alles Ehre. Wir sollen aber wirklich auch mal Personas rekrutieren. Ich weiß nicht, ob es sinnvoll ist. Ich glaube, das Pony bringt uns gar nicht so viel. Genial, das funktioniert perfekt. Das ist unglaublich cool. Solange wir uns verstecken, können sie uns nicht finden. Genau. Solange wir untertauchen, werden uns die Gegner nicht einmal bemerken. Und während wir uns verstecken, können wir unseren nächsten Angriff vorbereiten. Versteck dich, Digga. Okay. Ja, alles easy. Okay, wie auch immer mehr mich nicht gesehen hat, aber let's go. Immer korrekt, wenn der Pixie am Start ist. Einfach free damage. Was ist deren Ding? Weak to fire skills, okay. Mir wird hier sogar angezeigt, wer ihre Schwäche ausnutzen kann. Ehre. Wunderschön. Schlechteste Spiel der Welt. Kato Level Up. Und die KI scheint ja wirklich nicht so bad sein, wie ich ursprünglich gedacht habe. Also, als ich die Challenge gemacht habe. Oder die Challenge-Regel geschrieben habe. Aber naja, ich bin mir sicher, werden noch Schwierigkeiten treffen. Momentan ist das Spiel ja so dafür designt, dass man das Sand noch nutzen kann, ne? Also, ja. Sieh mal, da drin ist was. Aber die Schienen blockieren uns den Weg. Wenn das stark schützt, dann könnte es wichtig sein. Das heißt, es gibt einen Weg hinein und hinaus. Joker, meinst du, du kannst das Rätsel dieses Raums lösen? Da kommt deine Beobachtungsgabe richtig zugute. Mach Auge, Bruder. Ja, okay. Ist ja alles cool, aber wir nehmen uns erstmal das hier. Löchriger Helm. Nice. Okay. Und dann der hier. Der klügste Mann der Welt.
Wie von dir erwartet, Joker. Yeah. Was zur Hölle? Alles verrammelt bis zum gar nicht mehr. Und dann war es nicht das eine alte Karte? Du bist unglaublich. Ist dir denn nicht klar, wie wichtig eine Karte ist? Damit erfahren wir mehr über die Topographie des Palasts. Das ist ein Phantom Thief, ein Muss. Damit können wir viel besser eine Route sichern. Moment mal, steht da drauf, wo der Schatz ist? Oh, die Karte ist anscheinend unvollständig. Vielleicht gibt es noch mehr davon. Ja, schön. Überprüfen wir, wenn wir können. Wahrscheinlich finden wir unterwegs eine weitere Karte. Palastkarten. Gar nicht mal so nützlich. Aber sie sind da. Okay. Oh, das ist ein gelber Schatten. Das heißt, der ist schon Baba. Ich glaube, es gibt doch keine Schatten, die uns als schwache Schatten angezeigt werden, weil die sind ja richtig ridiculous schwach. Ja. Schön. Ich bin froh, dass ich die bessere Knarre für den Joker gekauft habe. Weil das lohnt sich schon. So, diese Pixies direkt zu finishen, ist schon nicht bad. Aber wir gehen mal kurz in die Recherche. Ich bin auch wirklich auf Wasser, ne? Ja, das ist cool. Weil es ist schon wichtig, dass der Junge hier EP bekommt, sonst Krise. Oh ja. Hier Hintergrund, Leute, das ist die Lore. Aber die juckt uns gerade nicht so. Next Level 6, so, ah, ist ja schon was Level up. Ja, okay, komm, kriegen wir ihn schon eh bald auf Level 4, alles cool. I reveal your true form. So cool. Leichtes Spiel der Welt. Okay, ich glaube. Ich muss halt auf die anderen warten, ich kann nicht wirklich viel machen. Aber vielleicht kann ich ja einen abknallen, das wäre toll. Ah ja. Nice. Sehr schön. Die KI ist wirklich nicht bad. Damn. Langsam glaube ich, die Challenge macht es einfach nur chilliger für mich. Eine Eisschwäche. Los, Skull. Bewerf ihn mit Eisstrahl. Los, bitte, Skull. Also, wir könnten theoretisch die Eisschwäche ausnutzen. Wir haben Eisspray, das Item. Aber warum? Das lohnt einfach gar nicht. Das sehen wir uns auf. Das wird noch wichtig. Will ich da hoch oder will ich mich erst hier umgucken? Ich glaube, ich will mich erst hier umgucken. Ja, genau. Guck mal, hier ist noch ein Onyx, den wir sonst verpasst. Mensch. Eiswürfel gehen auch. Ich glaube und ich bilde mir ein, in Persona 3 gibt es Eiswürfel als Item, das du auf die Gegner werfen kannst. Statt den Eisspray halt. Meine ich, aber ich bin mir nicht 100% sicher. Irgendwo gab es so eine Scheiße. und jetzt? Hier lang? Nein. Hier lang? Okay. Ich will mich, glaube ich, hier noch ein bisschen umgucken. Ist hier noch irgendwas Geiles? Nö. Okay, dann nicht. Hier ist auch nichts weiter. Ja, jo, dann die sehen wir weiter. Ja, aber wir nehmen jetzt erstmal das Ding hier mit. Wir haben korrekte Dietrich hier. Wird sich scheiße öffnen? Ja, Mann. Oder gibt es Eiswürfel auch in Persona 5 als Item? Nachtwachenrüstung. Mal gucken. Wenn Joker dann ist, ist alles over. Deswegen gucken wir, ob das für ihn besser ist. Ja, tatsächlich. Keine schlecht. Ah, im Übrigen. Hier, du solltest auch vielleicht irgendein Ding bekommen, was nicht scheiße ist. Lebensboost und alle Werte plus 3 ist wahrscheinlich schlecht. Kaiserspiel eigentlich easy machen, weil sie gar nicht mal so schlecht ist, aber sie verballert halt ohne Rücksicht die SP. Und damit kann ich leben. Das wird halt für längere Palaces nerviger, aber auch so als.
Geistermutige Samurai-Geist. Sagen wir PC, den. Eingebauten PC, den nur Samurai nutzen können? Ich bin sehr verwirrt. Lebensanstieg, letzter Gefecht. Kämpfer ein EP, genau. Ich wollte aber eigentlich mir die Scheiße angucken lassen, oh Gott. Schusswaffenverstärkung, Hitzezunahme. Regeneriert bei Hinterhalt pro zu 5%. Mhm. Verringert Trefferchance. Allgegenwärtig deutlich außer Allmacht, wenn umzingelt. Hm. Ach komm. Nimm dir mal mehr HP, oder? Hör mal, 5 SP wieder her. Ich glaube, ich gebe erstmal das hier. Das glaube ich ganz gut. Nein, doch nicht Ryuji. Ich wollte das. Wollte das nicht Ryuji geben. Ryuji bekommt 15 EP mehr. Was ist die Bauchtasche nochmal? Auch einfach nur Müll. Okay, warte mal. Du kriegst den A-Computer und du. Er wird ausweichen kritische Treffer von magischen Angriffen. Chance, Statuseffekte überlegt zu werden. Ist vielleicht gar nicht so bad, wenn das jemand hat. Und Robert bekommt, glaube ich, doch lieber den Umhang, den Federumhang. Ich finde, ein Trefferrate aller gegnerischen Angriffe deutlich klingt ganz schön krass. Also nehmen wir einfach das. Fuck it. Das ist die DLC Pay to Win Item Scheiße. Da sehe ich mich. Momentan komme ich gut durch, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass wir irgendwann doch durchaus Probleme haben könnten. Eventuell in diesem Spiel. Wir werden sehen. Spätestens ab dem zweiten Palace. Alles spätestens. Weil ich glaube schon, der Bosskampf gegen Kamoshida wird ungeil. Ich erinnere mich. Okay. Wenn die Karte stimmt, dann haben wir noch einen weiten Weg vor uns. Also ich dachte an eine Sache, Manu. Als ich mir dachte, okay, das wird noch sehr schwer. Ich dachte an den vierten Dungeon? Warte, lass mich nachdenken. Oder dritten? Ich glaube, der dritte Palace wird frustrierend. Ja, genau. Okay, ich glaube, wir denken an die gleiche Stelle. Wird toll. Ich hab Bock. Wenn die Karte stimmt, dann haben wir noch einen weiten Weg vor uns. Da ist noch nicht alles. Hier wimmelt es von patrouillierenden Schatten. Du kannst dich nicht einfach blind in einen Kampf stürzen. Stell erstmal fest, wie krass die sind, Alter. Und wie? Mach Auge einfach und dann siehst du ihre Aura. Ja, ist okay. Der ist gleich scheiße wie wir. Let's go. Rein da. Nun. Kato! Oh, oh. Oh, okay, never mind. Morgana carried das schon durch. Aber wenn die Leute halt keine SP mehr haben, haben wir riesen verschissen. Aber mal sehen. Es läuft ja. Oh, ist ein Level 3, korrekt. Auch wenn das dann irgendwann nichts mehr lernt, seine Stats erhöhen sich ja halt trotzdem pro Level Up ein bisschen. Beschissener als bei anderen Personas. Aber eine Erhöhung gibt es halt trotzdem und das wird halt relativ nice. Ach warum? Wir machen das schon. Ja, knall die einfach ab, ich mag das. Boah, die wurde ja richtig massakriert, die Frau. Holy shit. Die anderen sind so schnell, ich komme gar nicht zum Zug, gell? So, ja, wir sollten wirklich uns ein bisschen mehr schleichen. Und vielleicht nicht zwingend. Wo ist der Junge da? Ich warte, bis er sich umdreht. Und dann gehen wir rein. Dann senken wir immer das Ganze ein bisschen. Das Heat-Level.
Ey, die kenne ich doch. Gegen was waren die nochmal schwach? Oh, Wind anscheinend. Okay, nice. Aber die waren immun gegen Schusswaffen anscheinend, glaube ich. Meine ich, eventuell. Mann, ich habe so, eine gute Erinnerung. Wenn Morgana keine SP mehr hat, haben wir ein riesen Scheißproblem. Ich glaube, ich habe noch SP Wiederherstellungs-Items, aber ich bin mir nicht sicher, ob ich die schon nutzen will. Weil ich glaube, ich würde ganz gerne, bevor wir hier viel weiterkommen, bester Freund von Ryuji werden, damit der ein bisschen was im Kampf mehr machen kann. Das wäre relativ cool. Weiß nur nicht, ob er da so Bock drauf hat, wenn der Palace noch nicht durch ist. Es ist, im Ernst, noch mehr Gitterstäbe? Aber ich sehe keinen Weg, sie zu öffnen. Sehen wir uns um, Jockel. Okay. Also ich sehe viele Wege, sie zu öffnen, aber wir gucken uns erstmal hier um. Guck mal, da ist doch noch was. Schön. Oh, das, da kennen wir doch bereits. So, und dann das hier. Piece of cake. Okay, weiter geht's. Das sind wirklich viele Gitterstäbe für einen Raum, der scheinbar ein Speisesaal sein soll. Jetzt habe ich Hunger. Hier sieht ganz so aus, Leute. Die Karte sollte... Ist zu nützlich, hat alles mit Garo um. Und er ist Heiler. Er ist wirklich Heiler. Und da ist das Problem, wenn er keine SP mehr hat, dann sind wir voll am Arsch. Ich bin mir nicht sicher, ob Arn schon heilen kann. Scheinbar machen wir uns das Leben schon wieder schwer. Ah, die. Okay, die Stäbe, okay. Ja, das wird schon. Bring's aber hinter uns. Ja, lass einfach rein. Leute, ich mag euch ja, aber können wir vielleicht weniger Dialog und mehr Spiel haben, bitte? So, ich würde gerne mal kurz sehen. Das ist unser Girl. Okay, sie hat bereits Dia. Alles klar. Alles korrekt. Erstmal Ryuji auf maximal Social Link machen, bevor man Komushi das Castle durchspielt. Okay, ich muss auf jeden Fall da rein. Ja, gut. Schön, dass du anscheinend genau den gewünschten Wortlaut im Kopf hattest. Ja, das ist ja auch... Du sagst es ja auch recht oft. Oh, hätte ich da durchgehen können? Warte mal. Kann ich das nochmal triggern? Ich würde nämlich ganz gerne die Truhe noch nehmen. Okay. Gut, dann gehen wir wohl da lang, habe ich gehört. Ah, shit. Hier ist ein weiteres Gitter. Okay. Töten wir erstmal den Shadow und dann gucken wir weiter. Da ist auf jeden Fall noch so ein Ding. So viel zu der Truhe. Das Ding ist nicht etwas, was ich triggern will. Ich will einfach nur das wieder triggern, okay? Triggern. Also wir könnten hier rüber klettern. Die Scheiße ist aber immer noch zu. Ja, ist egal. Vielleicht kriege ich die Truhe sowieso. Ich bin sehr verwirrt, weil da war auch ein Scheiter. Wenn wir den drücken müssen, dann ist ja eh safe. Und, ist das Ding offen? Ja, tatsächlich, okay. Kann ich das Ding machen? Nö. Erstmal rein. Rein ins Loch, Leute. Ich weiß nicht wieso, aber diese Ego-Perspektive zu steuern in Persona 5 ist super smooth. Also smoother, als es eigentlich sein sollte, weil es ist ja ein enger Raum. Wenn ihr versteht, was ich meine. Ja, ich hab gesehen, Kato, ich hab gesehen. Rustige Gruselrüstung, okay. Das Ding ist ja ekelerregend. Lass uns das irgendwo reinigen. Ich habe mal einen Schatten damit gesehen. Wenn wir gut handeln, können wir Glück haben. Moment, gibt es da nicht einen Waschsalon im Leblanc? Ja, okay. In Leblanc ist alles, was du dir wünschst, mein kleiner Kato-Boy. Ey. Das wäre erledigt. Zeit zum Weitergehen.
Darf ich jetzt jemanden töten? Ja, sieht gut aus. I reveal your true form. Kratos. Aber egal, Morgana tötet eh alles, kein Problem. Ich finde diese Person aber cool. So, die Katze mit dem Schwert. Ich weiß aber nicht, was die uns bringt, wenn wir sie zersetzen oder zerlegen. Deswegen, ja, juckt jetzt nicht so sehr. Ja, Mann, they were nothing. So, das nehmen wir jetzt mal mit. Eine coole Perle. Können wir zu Euros machen? A treasure chest. Ich finde, er sagt das immer so süß. A treasure chest. Okay, weiter geht's. So, wir verstecken uns erstmal ein bisschen, ne? Und dann töten wir ihn einfach. Das sind wieder die Ladies. Wir waren schwach gegen Feuer, glaube ich, aber das checkt Anne leider nicht. Okay. Wollen wir vielleicht mal Eiha ausprobieren? Ja, komm. Okay, immerhin. Oh, mach keinen Miesen. Oh no, wir sind einfach verrätst den Tod. Nein! Tutorials over Tutorials awaits you, Joker. Oh no. Das war ja ultra bitter. Ja, sorry. Das war's dann wohl. Ja, es war ein dämliches Ende, das ist wahr. Möchtest du bitte weiterspielen? Ja. Okay. Ja, ich kann ja wohl jetzt nicht speichern spielen. Okay. Für YouTube ist jetzt eh vorbei. Der Part ist um. Wir starten den Part aber wieder, wenn wir dort sind, wo wir gestorben sind. Und ja, Leute im Stream begleiten mich bis zu bitterem Ende. Ihr könnt leider nicht vorspulen, sorry. Also, tschüss YouTube. Ne, denkt dran, abonnieren, liken, all den Scheiß. Danke. Tschüss.